Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part HOI4 mit dem Naschlapp. Hallöchen. Stecken hier mitten in den Kriegsvorbereitungen gegen Mexiko. Naschlapp steckt mitten im Krieg, der aber ganz gut läuft, so wie es ausschaut. Ja, ich bin selber ein bisschen unzufrieden, aber es passt schon. Ja, komm schon hin. Ja, also Argentinien wird viel Ende dieses Jahres wahrscheinlich besiegt sein. Sehr gut. Gut, gut. Ich habe freie Militärfabriken. Das hört man doch immer wieder gern. Flugzeuge bauen. Was kann ich denn mal bauen? Ja, jetzt muss ich ja schon noch die normalen Truppen bauen, die ich habe. Ups. So, ich habe die Kapazität ein bisschen ausgereizt. So. Hat gleich einer von euch Lust auf Rouge? Ich muss ja nach dem Pot noch was essen und dann weg. Aber falls, ihr untereinander eine Runde spielen wollt, dann könnt ihr das natürlich gern machen. Wohin musst du dann? Mit dir zu Dave fahren. Ah, das ist schon doch wieder neu geblieben. Nee. Und wenn wir schon dabei sind, gehen wir in Ebing noch eine Runde Pokémon Go spielen. Okay. Habe ich so spontan beschlossen, dass es sich für mich lohnt. Ich glaube jetzt zwar, ich muss nur eine normale Hose anziehen, aber gut. Das sind so Informationen, die gehen jedem was an, ne? Nee, das war, ich bin heute Morgen aufgestanden, dachte mir, ja, man, heute ein richtig schöner, fauler Tag, ziehe ich die Jogginghose an und scheiß auf alles, aber in dem Fall auch nicht. Warte, heute ist Sonntag, gell? Gut, das heißt, ja. Lukas, du arbeitest morgen, oder? Ja. Ja, aber muss ja nicht schon um 10 ins Bett, oder? Ich muss um 10 schon ins Bett. Warum? Ich gehe morgens um 5 auf und fange um 6 an. Ja. Das ist bei dir seit wann ein Problem? Also wie viele Spielstunden hast du inzwischen? Wahrscheinlich gefühlt doppelt so viel wie am Anfang von dem Ganzen hier. Also 13. Mal kurz Dave an. Jo, was hat denn der noch von dir? Achso. Was können wir denn noch machen? Kriegsanleihen ausgeben kann ich immer noch nicht. Nee, dafür, wie gesagt, für Kriegsanleihen ausgeben muss er dann wirklich mit so einer Großmacht im Krieg sein. Ja. Werden wir früher oder später dann sein, aber im Moment noch nicht. Muss mal ganz kurz nach meinem Hund schauen, der kratzt an der Wand. Microphone muted. Der kratzt ab. Microphone activated. Die Rechtfertigung, irgendwas. Warte, Kriegsziel. Achso. Doch, ich hab noch ein. Ja, doch, geht doch noch. Was meint ihr jetzt genau mit Ogotti auch? Übrigens ist es ziemlich gruselig. Magst du noch ein Döner? Ach, danke, Mutter. Deutschland beansprucht das Memelland. Schön. So, also, freie Zivilfabriken.
Bauen wir noch ein paar Zivilfabriken. So, was haben wir sonst noch? Geringe Mannstärke und für Forschungsteam, okay. Handdoktrin haben wir. Verbesserte Artillerie, das können wir auch machen. Klärst du jetzt mal den Krieg, Heiko? Ja, 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 bin gerade dabei. Mein Hund kam auch gerade ein bisschen blöd dazwischen. Das war das erste Mal noch relativ gruselig. Soll ich vielleicht mal hier von nur Freiwillige auf begrenzt oder so umstellen? Ja, das würde natürlich viel mehr Soldaten dir bringen. Ja, gut, perfekt. 600.000 mehr, das ist doch schon mal etwas. Das ist richtig. So, sind meine Panzer schon... Die Panzer musst du auch erst in die Division natürlich einsetzen, ja, das ist ja auch nicht klar. Ich wollte nur gucken, ob die schon fertig sind. Ja, sind sie. Ach so, Heiko, gestern, ja, wo ich am Bahnhof gesessen bin mit Dave, also heute, ja, Morgen eigentlich, krasseste Geschichte überhaupt mitbekommen. Wir laufen so an den Bahnhof, ist der eine Hose komplett verblutet, Hand, die eine verbunden, die andere irgendwie aufgeritzt. Dave natürlich direkt gefragt, was bei dem ging. Der war in Tübingen, dann wurde seine Frau voll dumm von irgendwelchen Asylanten angemacht. Der hat gesagt, die sollen sich verpissen, und die haben das Messer gezogen. Der hat dann mit der einen Hand, also zwischen den zwei mittleren Fingern, war die Klinge. Deshalb war da auch komplett aufgeritzt. Mit der anderen wollte dann die Hand so umbiegen, dass er das Messer bekommt, und hat das Messer direkt durch die Hand durchbekommen. Lecker. Was sagt nur so grüner Tübinger Bürgermeister dazu? Ja, gut, ne? Ist halt... missgünstig gelaufen. Ja. So. Okay. Ich muss mal gucken, dass meine Häfen nicht überlastet sind von der Kapazität her. So. Ist ein Geschiss hier, das ist ja furchtbar. Natürlich auch irgendwann mal einfach hingehen können und die Häfen ausbauen. Du kannst nicht so lange warten, irgendwann läuft dein Kriegsgrund aus, ne? Oh ja, stimmt, ja, ja. Ich erkläre den Krieg jetzt, also. Krieg erklären, erobern, senden, Kriegsteilnehmer, abgeschlossen, okay. Gut, dann, wir sagen... greifen mich gerade überall an. Das sollen sie ruhig machen. Ich nehme mal die kleine Armee, da kann ich den Plan lostreten, weil die oben im Endeffekt bloß die Insel hier unten. Treten wir jetzt mal fürs erste kurz los. Wo sind meine Panzer jetzt hin? Hier, die wollte ich hier über die Ebene schicken. Da sind die, glaube ich, am effektivsten. War weg, was habe ich verpasst? Krieg gegen Mexiko. Ach verdammt, jetzt haben die mich hinter den Fluss zurückgedrängt, das ist natürlich unschön. Sieht hier eigentlich aus mit denen? Fällt mir, ich hatte überall irgendwo doch noch einen ziemlich großen Flughafen. Ach verdammt, was habe ich jetzt gemacht? Na. Nein, stopp halt. Egal. Ich hätte doch irgendwo meine ganzen Flieger rumstehen. Ich brauche die Luftwaffenkarte. Hier. Alle darüber. Ne, nicht Westküste. Ah, jetzt verstehe ich wieder, wie es funktioniert. Okay, ich hab's.
jetzt, genau. Ach, egal, scheiß auf Luftwaffenschützen. Ja, so scheißegal ist das nicht, du. Das macht ja, schon. Ja, es geht gerade nicht. Naja, irgendwas von wegen. Nee, ich hab sie auf dem Flughafen und die sagen mir, Flugzeugträger ist an der Küste, aber ich meine, was hat das damit zu tun, ob ich meinen Flieger auf dem Flugfeld habe, direkt an der Grenze? Was brauchen die dann? Flugzeugträger. Weil sie auf dem Träger gebunden sind. Ja, ich meine, ich kann mit Deutschland auch angreifen, nur dass ich Flugzeugträger habe. Und ich weiß ja nicht mal, welchen Flugzeugträger. Ja, ich auch nicht. Es geht halt einfach nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, welchen von diesen 100 Flugzeugträgern sie meinen. Gut, dann. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich finde auch das mit den Fliegern ganz furchtbar unübersichtlich. Ich weiß nie, wo meine Flieger hocken. Das stimmt allerdings. Ich finde das auch nicht gut gelöst. Weil ich habe die eigentlich irgendwann mal alle nach Arizona verlagert, aber da ist nicht ein Flieger. Ah, weil die. Ah, jetzt verstehe ich warum. Jetzt. Die waren auf einem Flugzeugträger und deswegen konnten sie nicht ohne Flugzeugträger angreifen. Aber ich wollte sie eigentlich in Arizona haben, deswegen war ich jetzt auch so verwirrt. So, jetzt können sie hier. Unterstützung, Marineangriff, Luftabfang, Luftunterstützung. So, jetzt muss ich ein bisschen verlustreich spielen, aber es könnte ganz gut klappen. Wenn das so läuft, dann kann ich nämlich die Armee hier einkesseln, die riesige Armee der Argentinier, und dann ist der Krieg hier gleich gut vorbei. Ich muss sagen, nicht ganz so gut gespielt hier von mir. Das habe ich schon mal schneller hinbekommen. Aber gut, man kann nicht immer gewinnen. Ja. Kann ich meiner Flotte irgendwas zuweisen, dass die irgendwas machen? Also bombardieren die automatisch die Küste oder? Nee, die musst du schon damit Rechtsklick dann hinbewegen. Ja, also ich bin an der Küste vom Feind. Mhm, ja, und dann bleiben sie einfach. Also wenn sie da einfach stationiert sind, dann geht das als Küstenbombardierung. Okay. Feuert nach eigenem Ermessen, okay. Tätiges Forschungsteam. Brauchen wir gerade auch nicht. Freie Militärfabriken. Brauchen wir noch ein paar für die Panzer rein. Polen weist deutsches Ultimatum zurück. Jetzt geht hier auch dieses Tabula Rasa los. Italien beansprucht jugoslawisches Gebiet. Ist ja schön. Deutsches Reich. Okay, ja. Willkommen zu einem Weltkrieg. Das kann jetzt nochmal richtig lustig werden, wie Deutschland sich daraus entwickelt. Ah. Verdammt, da ist Gebirge, da ist Dschungel, haben wir noch irgendwo Ebene? Gebirge, Ebene, Hügel. Ich glaube, ich weiß, was ich mit den Panzern mache. Hälfte bleibt jetzt hier zurück. Ja, alles im Allen ja, sieht es bei mir jetzt eigentlich ziemlich gut aus. Ich habe jetzt den Argentinien jetzt hier eine verheerende Niederlage schon fast, würde ich sagen, zubereitet, indem ich die jetzt hier halb eingekesselt habe. Also ich habe ihn hier eingekesselt, also er kommt jetzt ja auch so schnell nicht mehr raus. 16 Divisionen, so eine halbe Armee, wenn man so will. No. Und der wird jetzt hier nach und nach weiter kaputt gehen daran. Und dadurch kann ich jetzt eigentlich quasi durchrennen mittlerweile. Ist nur über diese Region zu wenig steht da, wenn ich meine Flotte irgendwo hinstellen möchte. Dann heißt es ja, wir haben da keine Reichweite mehr hin. Achso, okay. Musst natürlich aufpassen, was du in deine Schiffe reinpackst. Also veraltete Zerstörer ziehen natürlich die Gesamtreichweite der Flotte erheblich runter, ne? Mhm.
Ich könnte jetzt auch einen Großteil meiner Flotte wieder hinstellen. Ja, auf den Flieger tatsächlich, aber diesmal beabsichtigt. Dann kann ich von dort aus wieder bombardieren. Wunderbar. Kessel die Truppen links ein, Heiko. Das wird natürlich auch gehen. Wo sind meine... Ja, das ist zum Beispiel ziemlich gut machbar. Da sind 7 Divisionen, die stehen so ein bisschen rum. Und wenn du jetzt da die andere freie Division, die 404. Sunshine Division, da benutzt, um da außen rum zu gehen und bis zum Hafen zu marschieren, dann sind die 7 Divisionen da eingekesselt. Wo links? Also, naja. Naja, du gehst an die Frontlinie, ja. Ja. Und da hast du da 7 Divisionen mexikanischer Einheiten, die gerade deine Soldaten bekämpfen. Und du hattest ja eben gerade die Gelegenheit, die du jetzt vertan hast, leider diesen Kessel zu schließen, indem du dann mit den anderen Einheiten an der äußeren Front... Achso, da links, ja, ich dachte auf diese komischen Halbinsel da und da dachte ich mir, einkesseln, wait, what? Gut. Ach, Heiko, Mann. Ja, Fluchtweg abschneiden, bin dabei, irgendwie, glaube ich. Warte, hier wollte ich jetzt eigentlich nicht mit meinen Panzern angreifen. Weil unten ist halt auch alles Gebirge, das ist halt blöd. Okay, ich habe anscheinend schon dreimal verpatzt, irgendwas einzukesseln und ich wurde wohl in der Sowjetunion ausgebildet. Ja, gut. Ich wurde gar nicht ausgebildet. Das sind schon mal Statements, das ist schon mal gut zu wissen. Also, sind gerade dabei. Ja. So. Soll ich da mal wieder einfach hinstellen? Danach kümmere ich mich nochmal um Uruguay, damit dieser Pestilenzbolzen da drüben mal weg ist. Ach komm. Soll ich jetzt einfach mal hier wieder normal aufstellen und dann gucken wir mal. Ja, mit diesem automatisch und zwischendrin noch ein bisschen selber machen, das funktioniert immer nicht so ganz, weil die Truppen ja nicht machen, was man von ihnen will. Sollen sie sich einfach hier nochmal aufstellen, der Rest mache ich dann selber. Hier müssen noch ein Panzer rumstehen, ja. Gerade Panzer sind wunderbare Werkzeuge zum Kesseln. Ja, weil sie so flink und tödlich sind. Polen hat, glaube ich, wait, what, jetzt schon? Ja, Blitzkrieg. Ja, okay. Ja, das sieht man auch. 31.907 Ausrüstungen wurden beschlagnahmt. Das ist schon ein hartes Brett. Und ob sich jetzt Deutschland auch an den Ribbentrop-Pakt hält, ist jetzt auch fraglich. Wäre lustig, wenn sie ihn brechen dadurch und sagen, nö, Russland, ihr kriegt eure Ostgebiete Polens nicht. Ja, gut. Vielleicht war das bis der Angriffsplan durch ist und dann... Dann manage ich das mal manuell. Die Sowjetunion hat Estland den Krieg erklärt. Jetzt hauen sie auf die ganz Kleinen. Denken sich jetzt auch gerade, ja man, hau mal einfach mal drauf. Jetzt, wo die Chance da ist, ne? Irgendwie so sieht Amerika viel schöner aus. Findest du?
Ja. Mit dem freien amerikanischen Reich? Ja. Die da links, sind die in irgendeiner, sind die abgeschnitten? Also zählt es auch ab als Einkesseln? Die haben ja noch einen Hafen da drüben, dadurch kriegen sie, aber die tun dir nichts, also kannst du die auch vergammeln lassen. Okay, also, warte, kann ich den Hafen nicht blockieren? Du kannst nicht die so. Nachschubslieferung in den Hafen blockieren, das kannst du nicht machen. Achso, okay. Du brauchst sie nicht angreifen, okay. Und die Versorgung geht immer von Städten aus, oder wie war das? Von Häfen. Von Häfen. Wenn es keine Häfen gibt, dann von Städten. Genau. Ah, ich habe untätige Forschungsteams. Ups. Das tut ja einem in der Seele weh. Ostpolen, ja gut. Okay. Da haben sie es dann halt drauf gemacht. Wer es glaubt, wird selig statt der Ratte. Warte, ich habe es gerade weggeklickt. Was war der offizielle Grund? Um das Chaos nach der Niederlage Polens in den Griff zu bekommen. Und die Bevölkerung zu schützen. Ach so. Natürlich. Was denn auch sonst? So, wie steht es jetzt gerade mit Argentinien? 87%, also fast. Ui. Was ist denn? Ich bin müde. Du bist müde? Na, sei ja. Egal. Für heute ja auch die letzte. Ja. Fühl mich wie so ein kleines Kind. Oh, Mami. Bitte Herr nicht. Lukas, weißt du es, Hirsch? Ich muss noch Döner essen. Bevor ich komme. Ja, wieso muss auch Sonntag sein? Vielleicht freut man sich auf Ferien, aber stellt man fest, irgendwie alle seine Freunde sind entweder im Urlaub oder arbeiten. Oh, so ein Dilemma. Ja, wirklich. Ach komm, jetzt managen wir das allein. So. Also. Alles abbrechen. Frontlinie hier. Stellt euch da jetzt bitte mal auf. Ja, ich breche das schon ab mit dem automatischen Angreifen. Ich lasse die Armeen sich jetzt hier mal aufstellen. Dann löse ich die Front wieder aus, so wie sie es gehört. Und dann mache ich es von alleine. Ich habe noch so ein großes Leben nötig. Die Infanterieausrüstung ist schon fast wieder auf dem normalen Niveau. Sog unterwirft sich Italien. Na gut. Wenn ich Albanien wäre, gut, ich habe jetzt nicht Legendary Marvin als Kommandant, aber der schafft es auch mit Italien. Albanien, aber das ist auch eine andere Sache. Der schafft es auch gefühlt mit allen Nationen in diesem Paradox-Spielen. So, Dankeschön. Dankeschön. Endlich ist der Spaß hier vorbei. Ach. Okay. Schön. Italien das ist jetzt sehr beigetreten. Das ist jetzt aber sehr interessant, dass der werte Russe und Deutschland jetzt schon Krieg führen. Jetzt. Wir haben 1940 Deutschland nicht mal Frankreich erobert. Ach, das ist doch gut für uns, wenn die sich gegenseitig kloppen, oder? Also, je früher sie sich da die Rüben einschlagen, desto schöner für uns. Also, jetzt sollten sie eigentlich bloß noch sich's mit. Ding verscherzen mit Frankreich. Ich lese die Kommentare doch vor. Also momentan wird halt bloß darüber gemeckert, dass ich keinen Krieg führen kann, aber das sieht man ja. Das muss ich ja nicht vorlesen. So. Jetzt muss ich erstmal kurz meine Streitkräfte ordnen. Die Gruppe hier. 40 Divisionen sind das. Die Hälfte. Kommandant. Oh, ja. Bloß ist ein bisschen blöd. Hier geht es nämlich jetzt gleich gegen Chile vor. Und zwar ab dieser Frontlinie hoch.
hier. Ich kann aber auch immer so einen großen Feldmarschall mir jetzt auch holen. Du kümmerst dich um Uruguay. Und 29 andere. Muss ich jetzt noch ein paar rausziehen? Die Stanzer-Division vom Feind. Links? Oder mit links? Hm? Du hast mehr, glaube ich. Ja, stimmt, ich habe mehr. Viel mehr. Und ihr stellt euch jetzt ja schon mal in Richtung Peru. Ich versuche jetzt mal die 13 hier einzukesseln. Das ist jetzt so mein Plan für heute. Da habe ich dann alle meine Ziele erreicht. Wollen noch Eisen oder Stahl? Auf jeden Fall eine Riesenmenge. Uiuiui. Na gut, ich habe aber genug Zivilfabriken, um das zu stemmen. So, und Chile wird jetzt auch die Kriegserklärung vorangefasst. 125 Tage sollten reichen. Uruguay ist dann auch fast dran. Ja, ich bin aber froh, denn Argentinien ist jetzt, wie gesagt, gefallen. Also es sind jetzt nur noch wenige südamerikanische Mächte, die sich der Gewaltenkraft von Brasilien stemmen können. Das macht mich froh. Und daher bin ich da schon optimistisch, dass es weitergehen wird. Und wir sind auch fertig für heute. Fertig für heute. Es ist echt unglaublich, ne? Aber das frisst echt jetzt? Ja, wir sind schon 27 Minuten. Unglaublich, ne? Ja, irgendwie schon. Wie viel hat Peru an Einheiten? Haben wir angefangen um 18 Uhr, also schon fast 3 Stunden. Ja, gut. Mhm. Schon übel. So, dieses Mal kommt Uruguay nicht davon. Zeigen. Ja, hier Groß-Brasilien. Viel Spaß beim Chile angreifen. Ich glaube, das macht echt Spaß. Ja, du, das ist, also da kann man eigentlich lang. Nur kesseln, oder? Siehst du einmal, also du musst ja, das Ding ist ja, du musst ja eigentlich nur die Hauptstadt von trennen. Das heißt, du umzingelst quasi die Hauptstadt und danach machst du quasi noch einmal drauf und dann bricht das schon in sich zusammen. Schön, schön. Genau, motorisiert. Ah, ne, wobei, ich habe ja, na gut. So, ja, meine Armee teilt sich jetzt hier gerade links auf. Ich brauche jetzt noch eine Menge, bis alles mit Infanteriewaffen Nummer 1 ausgefüllt ist, aber da sehe ich momentan eigentlich auch ziemlich Positives. Momentan sind die Produktionszahlen sehr, sehr gut. 204 Waffen pro Tag. Das löst erstmal dann mein großes Ausrüstungsproblem. Genau, jetzt muss ich nochmal gucken. Denn den habe ich ja jetzt hier verwehrt, neue Waffen zu bekommen. So. Alles klar, so auf jeden Fall habe ich jetzt Waffen schon genug dabei. Das ist auch sehr, sehr gut. Ich habe sogar ein paar Flieger erbeutet. Also nimmt das schon alles seinen sehr, sehr guten Lauf. Und wenn dann gleich demnächst die ganzen Kriegsrechtfertigungen alle durch sind, dann passt das. So, dann noch du. So, dann habe ich meine. Du bist. Ah, okay, du bist zur Front Peru. Ich wollte gerade jemanden kesseln, aber es ging nicht so ganz. Warum? Chilenische Souveränität wird in Frage gestellt. Ich hoffe doch. Einzige, was ich schade finde, ist, dass man keine Schiffe erbeuten kann. Ach, jetzt habe ich jemanden hier gekesselt, oder wie? Wenn der komplett abgeschnitten ist und da überall so Totenköpfe sind, ja. Genau, ja. In der Mitte, die 7 Divisionen sind jetzt komplett eingekesselt, hilflos und werden jetzt nach und nach verrecken. Ich gebe dir den Rat, sie nicht auszulöschen, sondern warten, bis ihre Organisation auf Null ist und danach, wenn der Frieden kommt, kannst du sie dann quasi erobern. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt ist Schluss für heute. Okay, dann hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, gerade nochmal schön gemutet, also bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So.
Ja, das war es dann auch dann für heute. Dann würde ich sagen, ich speichere mal ab. Tierischen Hunger. Ich auch, boah, furchtbar. Und dann verabschiede ich mich jetzt schon mal so schnell, weil, wie gesagt, mein Magen knurrt. Und dann sehen wir uns dann demnächst wieder, ne? Genau, wir schreiben dann einfach. Abspeichern nicht vergessen. Habe ich schon. USA 1. 27. Februar. Warum ist die amerikanische Flagge so anders? Ich bin faschistisch. Ich bin das freie amerikanische Reich. Gut, Spiel beenden. Dann hoffe ich auch, wenn die Leute im Stream das euch gefallen hat. Ihr könnt ja noch ein paar Sachen im Chat schreiben. Ich lese nur eine Weile. Antwort vielleicht dann auch. Vielleicht auch erst später. Aber gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss.